sollten wir vielleicht gar nicht erst jetzt gucken, dass wir trainieren oder so, sondern mit den Leuten, die wir halt haben, arbeiten. Noch 2, noch 7. Vielleicht Ende der Saison, dass er wieder mit reinkommen könnte. Die beiden kann ich nicht auswechseln, die sind so gut. Dann gleich mal ab zum nächsten Match. Sicher ist sicher. ...28% für uns, 43% damit die mehr absolute Mehrheit für ein Remis, nur 29% sagen, die Meistertrippler haben eine Chance. Bin ich mal gespannt, ob die Fans recht haben oder nicht. Suvorov, Vasseur, Moraes, Suvorov, schön auf Kaiser eigentlich, aber Santoro hat den Ball. Kein Problem an dieser Stelle. Havachs auf Murphy. Der spielt zu Vasseur. Zu Kaiser. Knapp am Tor vorbei. Aber er versucht's. Ich denke, er ist genau die richtige Verstärkung jetzt, wo Skillpro nicht da ist. Einer, der auch mal ein Tor macht. Oder auch mal drauf hält. Damit die Gegner wissen, wir sind auch noch da. Schön, Neuer. Zeig, was du kannst. Dawson, Armstrong, Liel, Armstrong, nein! Mit dem Kopf ins Tor. Über Neuer drüber, was soll man machen? Kann man nichts dran ändern. Sowas ist halt bitter in dem Moment. Vielleicht hätte Hemskerk was gebracht. In dem Moment in der Abwehr, ich weiß es nicht. Egal, macht nichts. Kaiser, Murphy umgetreten, aber kein Foul offensichtlich. Armstrong. Lauf, lauf! Oh. Ecke natürlich, super, ey. Super für die Gegner. Caradonna. Abstoß immerhin. Alles andere wäre ja noch lustiger. Suvorov. Ich sag euch, wie mich das fuchst, dass ich heute arbeiten gehen muss, ey. Echt nervig. Blöde Samstage. Marchetto. Folos. Moraes, Vasseur. Armstrong, Dawson, Barwachs, Folos, Armstrong, ach Kinders, Kinders, werden wir hier abgeschossen, ne? Da sieht man mal, dass die Fußballfans hier im Spiel keine Ahnung von der Realität haben. Die haben uns viel dichter beieinander gesehen. Naja, vielleicht entwickelt sich noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, dass wir das erste Mal, wenn wir gegen eine Top-Mannschaft spielen, gleich auf den Sack bekommen. Oder das zweite Mal vielmehr. Ist ja hier Rückspiel. Ah, Ecke. Vielleicht wird das doch noch was. Wow, habt ihr den Schuss gesehen? Wahnsinn, der wäre ja beinahe so schon reingegangen. Meine Fresse, also da bin ich schon mal begeistert. Murphy, was für ein Ding. Ich meine, schade, dass es jetzt nicht geklappt hat, aber allein das zu sehen war ja schon geil. Moraes. Suvorov. Armstrong. Lombardi. Olaf. Armstrong. Nein, das nächste Tor. Die mit ihren hohen Flanken, ey.
Da haben wir absolut nichts entgegenzusetzen, als hätten wir Steine an den Beinen. Wir sind schon wieder abgeschossen, ey. Das kotzt mich so an. Müssen gleich mal gucken, wenn wir die vorherige Begegnung auch sehen können, ob die uns das letzte Mal so abgeschossen hatten. Können wir auch drei Spieler wechseln heute. Oh Mann, komm. Olaf, Vasseur, Davax, Teixeira, der hält einfach mal drauf. Und sogar gut, Ecke. Nachdem wir den Schuss von Murphy gesehen haben, Ecke kann was bringen. Dawson aber schon wieder hier am Ball. Aber Einwurf für uns, sehr gut. Der hat ihn geklärt. So, Fletcher, Machetti, Lombardi, Taylor, Kaiser, Vasseur, Teixeira, Suvorov, das Santoro hier schon wieder mit seinen Griffeln, das gibt's ja gar nicht. Pisano klärt, versucht zumindest, ist aber schon wieder bei Lombardi gelandet. Die alte, ah, schon wieder, ey, hoher Ball. Flanke, Kopfball, Tor. Also das ist mehr als bitter. Ärgert mich wie die Pest gerade. Hier, Rodolf wechseln wir mal aus für Turov. Dann nehmen wir Blom mit rein für den guten alten Teixeira. Duvasseur kommt auch mal raus. Obwohl, nee. Ich will Babax gewechselt wissen. Für Penner, Blom kommt für einen Suchorov, weil die beiden sind ja eh angeschlagen, deswegen. Und dann wechseln wir nämlich so. Dass die nochmal ein bisschen Fitness bekommen zumindest. Pisano, wir haben aber nicht mal ein Tor geschossen, sodass du sagen kannst, eher ein Treffer oder so, nicht mal das. Suchorov. Vorbeigesäbelt. Ach, hat er uns einfach abgelaufen, ne? Was soll's. So, dafür können jetzt unsere frischen Leute aufs Spielfeld. Wollte schon Podest sagen. Läuft, läuft, Cardona. 20 Minuten noch. In dem Trauerspiel. Oh, Murphy holt ihn sich zurück. Oh Junge, warum machst du denn da nicht ein Tor rein? Das gibt's doch gar nicht. Einfach mal ganz frech. 1:4 geschossen. Aber nee. Und dafür kriegen wir Hemskerk ja wieder zurück jetzt in der nächsten Begegnung. Das ist auch schon mal was. Möchte ich meinen. Penner. Auf Kaiser. Der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Ah Jungs, lass den Taylor nicht durchlaufen. Defense, Defense. Hoher Ball. Cardona, Außennetz, Glück gehabt, ey. 10 Minuten noch. 11 Minuten noch. Taylor. Neuer. Jungen, so mache hinne da, das klappt doch wunderbar, hier im Stadion. Volov, Vasseur, Kaiser. Na Mann, die können, wenn sie wollen, aber irgendwie fehlt so der letzte Schliff. Die Sache ist aber die, bis wir das nächste Mal auf die treffen werden, vergehen ja auch nochmal ein paar Spiele. Und da sind wir auch nochmal besser, in der Hoffnung, dass unsere Leute auch wieder fit sind und nicht gelb gesperrt und hast du nicht gesehen. Denke, da haben wir schon Chancen. Auch wenn 0:4 jetzt natürlich bitter aussieht, ehrlich gesagt. Haben sie uns abgeschossen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, egal. Eigentlich, ehrlich gesagt, wollte ich...